Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe geladen, aber die Orks sind immer noch aggressiv auf mich und schlecht auf mich zu sprechen. Ich muss jetzt mal ausweichen, nur aufpassen, dass genau das hier nicht passiert. Komm schon, wir hauen den einen um und dann kommen. Ach Mist, jetzt habe ich noch mehr angelockt. Das ist nicht gut. Einen kann ich blocken, alle nicht. Mana habe ich leider auch keins gerade. Ich fürchte, Biff hält das auch nicht mehr lange aus. Ne, Biff ist gleich tot. Ich helfe mal mit der Elite, vielleicht klappt es ja. Ah, nö, da bin ich tot. Immerhin, Biff hat die Elite umgebracht nach meinem Ableben. Da habe ich nochmal schöne Erfahrung gekriegt. Nicht, dass mir die irgendwas bringen würde. So, Biff, weißt du was? Komm mal her und... komm mal her. Ich weiß doch von früher noch, dass hier unten quasi alles in Ordnung ist. Naja, zumindest werden wir hier keine weiteren... Ah, schau mal einer an. Okay, das wird auch nichts. Das Problem war da gerade, dass ich im Ladescreen schon auf die Pfeiltasten zum Drehen gedrückt habe. Und irgendwie hat das Spiel mich dann schon gedreht. Das habe ich gerade eben wieder gemacht, aber diesmal wusste ich's und habe mich nur so weit gedreht, wie gefühlt notwendig, sodass ich direkt loslaufen konnte. Ah, und sehr schön, da haben sie aufgegeben. Was, kommen sie wieder? Ach, der eine kommt wieder. Biff, hau rein! Schon wieder? So. So, das war's mit... Das war's mit dir, du Mistvieh. So... Biff, du bist ganz schön angehauen. Gut, dann halte ich mir den Biff wieder hoch. So, und ich hoffe ja mal, dass ich in dieser Folge endlich... Naja, das sollte reichen. Endlich zum Feuerdrachen komme. So, ich brauche erstmal 160 Mana. Machen wir 150, sollte reichen. Und dann könnte ich tatsächlich gerade einiges an Leben... gebrauchen. Hier wäre der Blauflieder ganz... Ups, das war blöd. Der ist nämlich eigentlich für Tränke gedacht. Mist. Nun denn. Was ich sagen wollte, ist, ich habe hier die Möglichkeit, relativ viele Pilze gerade zu futtern, ohne schlechtes Gewissen. Das Problem ist natürlich nur, das dauert halt ewig. Ich mache das jetzt mal so. Noch 4 Stück. Dann bin ich bei 312 von 512. Und dann kann ich nämlich hier noch die 4 Heiltränke kippen. Und dann sollte das fürs Erste reichen. So. Dann mal auf weiter hier zum Feuerdrachen. Aber nicht ohne diese Pilze hier mitzunehmen. So. Vorhin war ich hier. Apropos. Hey, guck mal, Ablauflieder. Den futter ich mal irgendwann noch. So, wir haben hier... Oh Gott, das sind noch ganz viele Orks da links. Okay, ich will aber eigentlich nur geradeaus weiter ins Orkgebiet davor. Das ist eigentlich alles, was ich will. Komm schon, Biff, greif den nicht eingefrorenen an. Das kann doch nicht so schwer sein. Ach... Knapp daneben. Hehehe.
Gott, das sah gerade so witzig aus, wie so ein Magier und ein Drachenjäger gemeinsam auf einen Ork jeweils einprügeln. Hat schon was. So, aber was ich gerade sagen wollte, ist nicht natürlich nicht daneben, sondern davor, beziehungsweise dahinter habe ich getroffen, weil er mir zu nah war. So, wie viel brauche ich denn? Komm schon, ich werde doch jetzt hier bei 76 müsste ich, nee, sogar bei ein bisschen mehr, bei 80 oder so müsste ich 5 Mana kriegen. Da fehlt gar nicht mehr so viel, gerade, bis zu den nächsten 5 Mana-Punkten. Na? Bei 78, okay. So, einen noch. Und dann fehlen mir noch genau 80. Nun ja, 80 heißt 2 hiervon und dann 70er Trank. So. Biff, wie geht's dir? Immer noch hervorragend ausgezeichnet. Dem Biff kann einfach kein Ork eins von diesen Biestern was anhaben. Ich lasse ihn einfach mal hier die... Uah, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh Gott, und da oben sind noch mehr. Oh, hab ich jetzt ernsthaft? Okay. Okay, das hat nicht funktioniert. Puh, also gut. Dann habe ich eigentlich nur noch eine Möglichkeit, von hier wegzukommen. Nämlich hier einfach wirklich abzuhauen. Und den anderen Weg zu nehmen, um die Burg außenrum. Lass die Pilze mal Pilze sein. Und dann... Was? Wer hat da gerade die Waffe gezogen? Ach, da rechts ein Ork. Ich habe leider gerade keinen Mana mehr. Was? Haben die gerade wieder angefangen, uns zu verfolgen? Oh, die haben... Ah, nee, natürlich, natürlich, klar. Die haben erst mich verfolgt. Und als ich dann lang genug weggelaufen bin, haben sie von mir abgelassen. Und in dem Moment war ich auch weit genug weg. Aber Biff war nah genug dran. Dann haben sie Biff verfolgt. So war's. Ah ja, interessant. So, 280. Mache ich das noch eben schnell? Komm, mache ich mal eben schnell. Ich wüsste ziemlich gerne, beziehungsweise ich weiß es nicht, aber ich will es mal schauen. Rein aus Neugierde. Was passiert, wenn ich meinen Mana auf diese Weise um 5 erhöhe? Kriege ich dann noch den Mana aufgefüllt? Tja, wissen wir nicht. Werden wir im nächsten Mal erfahren. So, 3 Stück hiervon. Und weil die Flucht erfolgreich war, bin ich diesmal nicht so blöd, hier nicht zu speichern. Oh mein Gott. Jetzt habe ich doch tatsächlich wieder ein Drittel der Folge verschwendet, ohne auch nur einen Meter mich dem Feuerdrachen zu nähern. Alles nur, weil ich dachte, ich könnte hier außen rumlaufen. Gut, zu meiner Verteidigung, ich wusste das nicht, dass hier so viele Orks sind. Und ich da selbst mit Biff nicht annähernd durchkomme. Aber gut. Wir machen das mal eben so. Ich laufe da weiter außen rum und wenn ich oben auf dem Feuerberg bin, wo ich zuletzt war, dann geht die Folge weiter. Ne? Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe ein bisschen vorher den Einstieg gewählt, weil hier noch ein Heilkraut lag und ich, naja, ich will versuchen, hier in der Welt alles onscreen einzusammeln und alles onscreen zu töten, was irgendwie nur geht. Onscreen zumindest. So, wir sind hier, glaube ich, bei irgendwelchen Echsenmenschen zuletzt gewesen oder so. Nee, Quatsch. Das war einfach nur eine gefährliche Stelle. Biff, willst du Geld? Nee, willst du nicht. Na, dann komm mal her. Dieser Nebel, den finde ich ja ein bisschen bedrohlich. Echsenmensch, wer sagt's denn? Schon wieder eins von diesen Biestern. Na dann hau mal drauf. Oder muss ich es jetzt selber machen, Biff? Na komm schon. Sehr gut. Das war ganz schön knapp, hey. Ich weiß gerade nicht, was ich da gemacht habe. Ich glaube, ich habe den gerade ein zweites Mal eingefroren, was ziemlich dämlich ist eigentlich. Klar. So genau betrachtet. Nun denn, 2 Ex-Menschen, ein Heiltrag weniger.
Und ich brauche exakt 200 Lebenspunkte. Und einiges an Mana, ne? Wie viel war das? 90, 75, 80. Und dann noch 10. Ich habe mal 15. Was soll's. So, jetzt wissen wir ja noch 10 Pilze und dann kriege ich 5 Mana mehr. Und dann will ich mal wissen, ob ich die 5 Mana auch habe oder ob ich die selber auffüllen muss. Ne, 78 waren es, genau. So. Hey! Ach stimmt, ich habe die 2 nicht eingesammelt. Deswegen sind es 76. Naja, was soll's. Die werden tatsächlich aufgefüllt. Sehr schön, das heißt einen noch essen. Dann hier einen Schinken. Bin ich bei 412 und 2 hiervon kippen für den guten Geschmack. So, jetzt aber hoffe ich doch mal, dass wir uns gleich hier dem Drachen nähern. Habe ich ein Mikrofon an? Ja. Ich mache das nämlich immer aus zwischendurch, wenn ich Schnitte und so mache, habe ich das Mikrofon kurz aus und manchmal vergesse ich es danach wieder anzumachen, wenn ich weiterspiele. Diesmal aber nicht. Moment, stopp. Er hat mich noch nicht gesehen. Was habe ich vergessen? Ich habe Folgendes vergessen. Das Auge Innos habe ich vergessen. So, und falls was jetzt schief gehen sollte, möchte ich bitte das Amulett anhaben beim nächsten Versuch, damit ich das nicht vergesse. Ich kann es einfach nicht glauben, dass es wirklich noch Menschen gibt, die ihr Leben verwirken, nur um einen leibhaftigen Drachen zu sehen. Ich bin nicht nur gekommen, um dich zu sehen. Ich fürchte, ich hatte etwas Radikaleres im Sinn. Sag jetzt bloß nicht, dass du mich herausfordern willst. Ich werde dir deinen schmalen Hals brechen. Nicht so schnell, mein Freund. Ich trage das Auge Innos bei mir. Du kannst dich meinem Willen nicht entziehen. Beantworte meine Fragen, oder die Qualen werden für dich unerträglich sein. Dann stell deine lächerlichen Fragen, solange du noch kannst. Deine Macht wird nicht von Dauer sein. Wer bist du? Mein Name ist Feomata, und das ist auch schon alles, was du über mich erfahren wirst. Wenn ich aus dem Bann des Auges entfliehen kann, wirst du in Flammen aufgehen. Jeder Drache hat doch einen Hort, wo er seinen gesammelten Reichtum lagert. Wo ist dein Hort? An einem Ort, der unerreichbar sein wird für dich, wenn ich die Fesseln des Auges erst einmal los bin. Meinen Besitz habe ich hoch oben auf dem heißen Felsen, den ein Mensch ohne Flügel wie du nur schwer erreichen sollte. Wie kann ich euren Meister bezwingen? Er ist allmächtig und nahezu unbesiegbar. Solltest du so töricht sein, ihm trotzdem zu begegnen, wirst du einen langsamen und qualvollen Tod sterben. So etwas höre ich nicht zum ersten Mal. Nahezu unbesiegbar heißt nicht, dass ich ihn nicht töten kann. Also raus mit der Sprache. Was muss ich tun? Um meinem Meister die Stirn bieten zu können, benötigst du die Dinge, die er niemals imstande wäre zu erlangen. Und was ist das? Du musst die höchste Rüstung deiner irdischen Gemeinschaft erlangen und sie auf deiner Haut tragen. Du brauchst eine Rune, die nur für dich angefertigt wurde. Aber die wohl schwierigste aller Bedingungen ist, dass du 5 Gefährten für dich gewinnen musst, die dir in den Tod folgen würden. Erst dann und nur dann kannst du es wagen, dem Meister zu begegnen. Ah, das. Das Auge hat seine Kraft verloren und du wirst den nächsten Tag nicht mehr erleben. Ja, oder du. Was ich sagen wollte ist, das klingt doch nach einem Plan. Nahezu unbesiegbar ist eben nicht unbesiegbar. Biff, wo bist du? Biff? Du warst doch gerade noch bei mir. Biff? Och, Menü, ernsthaft? Wo ist er jetzt hin? Ist er jetzt schon wieder weg, oder was? Hä? Wo ist denn Biff hin? Moment, ich muss mal eben... Hier kann man doch hoch, oder? Kann ich ja nicht einfach sogar hochlaufen? Na, okay, das funktioniert nicht ganz.
Ich habe jetzt nur die Befürchtung, dass Biff vielleicht sogar tot sein könnte. Aber da unten drin ist er nicht. Wo ist er denn? Ich schau mal eben nach, ob Biff zufällig tot ist. Wenn er nicht tot ist, dann müsste ich ihn ja an der altbekannten Stelle wieder einsammeln können. Aber falls er tot sein sollte, nicht. Ich würde das nur mal eben schauen. Ich werde danach auf jeden Fall laden. Weil ich da nicht wieder hinlaufen will, keine Sorge. Aber ich wundere mich halt schon ein bisschen, wie er jetzt davon gekommen ist. Er lebt auf jeden Fall noch, okay. Tja, nun denn, werde ich halt den Kampf erstmal ohne ihn versuchen müssen. Schauen wir mal, ob das nicht sogar funktioniert. So, ich habe die altbekannten Zauber. Außerdem habe ich mittlere Wunden heilen, Teleport zur Burg. Ich packe die mal alle weg, die ich nicht brauche, die ganzen Teleportzauber. Und überlege mir mal, was könnte klappen. Ich könnte mir... Wie viel Schaden mache ich denn gerade? Blitzschlag macht 150. Habe ich hier irgendwas Stärkeres? Nein, der Feuer wird nicht funktionieren bei einem Feuerdrachen. Da wird er relativ immun sein, nehme ich an. Untote vernichten könnte ich ja nochmal versuchen. Vielleicht ist der hier untot. Eisblock habe ich selbst. Eiswelle... Könnte ich mal ausprobieren. Vielleicht klappt das ja. Und Blitzschlag hatten wir schon. 150, den habe ich schon. Heiliger Pfeil. Na, ist noch schwächer. Außer Feuer ist halt Feuer. Ich könnte einen Golem probieren. Wenn ich ihn eingefroren habe, könnte ich mir einen Golem holen. Und vielleicht noch ein Skelett. Genau. Das probiere ich mal eben aus. So. Als erstes würde ich gerne wieder hier hoch meinen Eisblock ausprobieren. Das funktioniert hervorragend. Nämlich nicht. So. Gut, dann hätte ich einmal die Eiswelle, die ich testen möchte, wie auch immer. Vielleicht funktioniert die ja. Nein, tut sie nicht. Okay. Untote vernichten. Hey, sie funktioniert doch. Moment, ich hab... Nein. Na, das funktioniert nicht. Ich hab gelesen, dass Untote vernichten wohl tatsächlich Schaden macht, wenn man die jeweiligen Gegner eben nicht direkt trifft, sondern daneben. Oh, ich hab zwei Golems. Cool. Skelette habe ich. Das ist blöd, dass es zurückgeht auf den Zauber, den ich davor hatte. Okay, das mit den Golems scheint zu funktionieren relativ gut. Wir scheinen den ganz gut zu stallen. Aber es wird wohl eine Weile dauern, wie es aussieht. Ich probiere hier eben. Nein, okay, es klappt auch nicht so gut. Mein Golem ist nämlich tot, mein erster. Wie geht's dem Golem? Auch ganz gut eigentlich. Tja, also eigentlich läuft es hier gerade ganz gut. Auch wenn es nicht wirklich schnell vorangeht. Der Golem tut ganz gute Dienste eigentlich. Da der hier so lange durchhält, alleine, fürchte ich mal, dass mit dem ersten habe ich... Na okay, habe ich nicht. Okay, ich nehme alles zurück. Oder hatten die nur eine gewisse Zeit lang mit Golems? Das könnte auch sein. Mir scheint, ich treffe den kaum und ich ziehe ihm kaum so viel ab, wie er sich regeneriert alleine. Ich bräuchte hier echt Biff. Meine Güte. Könntest du bitte nicht aufhören, ihn zu hauen? Danke.
Einerseits hätte ich hier gerade gerne Biff, der gut Schaden macht. Andererseits bin ich halt froh, dass er hier gerade nichts tut, der Drache, dass er sich irgendwie festgebackt hat. Schauen wir mal. Wird noch eine Weile dauern. Könnte spannender sein, aber der Nervenkitzel ist natürlich die Frage, ob er sich von dem Festbacken irgendwie lösen kann rechtzeitig und mich dann tötet. Zaubertechnisch habe ich ihm ja nicht allzu viel entgegenzusetzen. Aber so richtig viel Schaden war ich halt irgendwie auch nicht mit der Waffe. Boah, ich dachte gerade, es war er. Dieser Blitz, ey. So, aber ich würde sagen, wenn das jetzt klappt, dann habe ich mir das aber sowas von verdient. Nein! Timing! Gott, diese Blitze machen mich doch verrückt. Feomata, stirb! 1, 2 und 3. Na komm. Yeah! Herz eines Feuerdrachen. Feomata ist nicht zu tun. Da ist nichts. Meine beschworenen Golems haben nichts dabei. Mein Skelett hat immerhin einen rostigen Zweihänder. Na dann, wenn's halt so ist, dann nehme ich den halt an mich. Die ganzen Schriftrollen, die habe ich verblasen. Ich werde mir aber auf jeden Fall nochmal so einen. Warte mal. Burgpass im Wiental. Ich werde mir auf jeden Fall nochmal so eine Schriftrolle Golem holen für den Eis. Für den Eisdrachen. Ich denke, das ist sinnvoll. So viel Schaden habe ich jetzt hier gar nicht gekriegt, sehe ich gerade. Das hält sich ja in Grenzen. Ich halte mich immer eben nur ein bisschen hoch. Wie sieht es denn aus? 82. 92. 2. Und 12. So, an Mana brauche ich 155. 75. Und 75 macht 150, ne? Ja. So. Bevor ich es vergesse, sollte ich vielleicht einen Spielstand anlegen. Man ja so. Ich bin da ja gerne so ein bisschen ungeschickt beim Klettern. Beziehungsweise beim Runterfallen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Die spannende Frage ist natürlich, wo genau hat er seinen Hort versteckt? Ach, guck mal hier. Wer sagt's denn? Da habe ich zufällig gleich das Richtige gefunden. Ein Lederbeutel, ein edles Langschwert, ein Eschenbogen und ganz viele andere Lederbeutel. Boah, diese Blitze, ey! Die hören einfach nicht auf! So, krieg ich den auch? Da hinten ist ein Lederbeutel, hier ist ein Lederbeutel. Eine Schatulle. Das Schwert hier kriege ich nicht, ne? Schade. So, aber wir haben hier bestimmt noch irgendwas anderes, oder? Ein schwarzes Erz. Oh, schwarzes Erz ist super. Ist ein bisschen verbuggt. Ich sage es aber nicht, warum. Zeige ich vielleicht doch. Ach, guck mal hier. Xalas alter Turm. Eigentlich... Genau, das da unten ist Wasser. Und wenn ich mich nicht täusche, kann ich da reinspringen, ohne dass ich sterbe. Genau. So, und was sich in diesem alten Turm von Xalas befindet, abgesehen von einem Drachensnipper, der hier nebenan rumsteht, aber mich zum Glück nicht gesehen hat, würde ich mal sagen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, auf Wiedersehen.